Danke, Dirk. Ich habe mir mein Wasser mitgebracht, passend zur Figur und die entsprechend große Flasche, ne? Wenn man hier so in die Runde schaut, dann freut es einen, so viele Patrioten auf dem Marktplatz zu sehen. Lauter? Okay. Das Motto der heutigen Kundgebung lautet Ja zu Deutschland und nicht auf nach Deutschland. Hier in der wunderschönen Stadt Wittenberg, die zu Recht den Beinamen Lutherstadt trägt, ging schon einmal eine Reformation aus. Ein Mann wehrte sich gegen das Verhalten der Obrigkeit. Ein Mann namens Martin Luther. Er war Mönch und unterrichtete seit 1514 Theologie an der Universität in Wittenberg. Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Luther 95 Thesen an der Universität, an der katholischen Kirche. Würde Luther heute noch leben, gäbe es eine 96. These. Und diese würde lauten: Ja zu Deutschland! Wir leben in einer Zeit, die wieder einer Reformation bedarf. Und zwar eine Merkel-muss-weg-Reformation. Die CDU ist unter Merkel, unter Merkels Vorherrschaft, zum Gummiball für Rot-Rot-Grün geworden. Dafür sollte sich die CDU schämen. Deutschland leidet unter ihrer Knechtherrschaft, ihrer Arroganz gegenüber dem deutschen Volk. Kinder- und Altersarmut stehen im Alltag auf der Tagesordnung. Und das, meine Damen und Herren, ist traurig. Die Schulbildung in Deutschland geht den Bach hinunter. Die Bundeswehr ist nicht mehr wehrtüchtig. Hubschrauberpiloten müssen ihre Pflichtflugstunden mit ADAC-Hubschraubern absolvieren. Das muss man sich mal vorstellen. Die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat mehr Kinder als einsatzfähige Kampfflugzeuge. Die Bundesmarine gleicht einem Schrotthaufen. Die Polizei und Justiz arbeiten am Limit ihres Möglichen. Und wir danken auch der Polizei. Der Sozialstaat wird bewusst demontiert. Allgemeine Wehrpflicht, die Frage stellt sich wieder. Am 19. Januar 2018 forderte die AfD-Bundestagsfraktion die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht. Zuvor auch schon die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt. Diese Anträge wurden von den Altparteien komplett abgelehnt. Doch nun hört man plötzlich ganz andere Töne. Plötzlich spricht sich ein Herr Haseloff, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt, für die Wiedereinführung der Wehrpflicht aus. Was ist denn da jetzt geschehen? Die Wähler erkennen das Intrigenspiel der Altparteien gegen ihr eigenes Volk. Die AfD deckt in den Parlamenten einen Skandal nach dem anderen auf. Und das ist gut so, denn dem Volk muss man die Augen öffnen und die Wahrheit sagen. Die dann folgenden Erklärungsnotstände der Altparteien gleichen einer Schockstarre, wenn sie immer wieder überführt werden und wenn sie auch fachlich vorgeführt werden. Gucken Sie sich mal die Ausbildung unserer Abgeordneten an und das vergleichen Sie bitte mal mit den Ausbildungen der Grünen. Ja.
Eigentlich sind diese 92 Bundestagsabgeordneten zu viel, denn sie fehlen jetzt in der freien Wirtschaft. Das sind gestandene Ingenieure, Ärzte und Doktoren. Aber sie haben sich aufgemacht, dem Volk die Wahrheit zu sagen und hier endlich wieder was für Deutschland zu tun. Es werden Zahlen getürkt oder gar nicht erfasst, Fakten verschwiegen oder nur halbwahr wiedergegeben. Die Völkerwanderung von Afrika nach Europa und insbesondere nach Deutschland ist bewusst vorangetrieben worden und wird es immer noch. Das Bundeswahlprogramm der CDU von 2017 fordert Resettlement und Relocation, zwei englische Wörter, die faktisch übersetzt heißen Bevölkerungsaustausch mittels noch mehr Flüchtlingen und am Ende den Genozid am deutschen Volk bedeuten. Genozid, Völkermord. Ein altes Motto im Management lautet: Wenn du was nicht weißt oder das verschweigen, verbergen willst, dann drück es ganz einfach in Englisch aus. So nun auch klammheimlich geschehen im Bundeswahlprogramm der CDU. Das 5-seitige Bundeswahlprogramm der CDU liest sich wie ein Märchen aus einer Nacht. Frage an euch, wer hat es gelesen? Bitte melden. Aber ich kann euch diese 75 Seiten zusammenfassen. In einem Satz. Refugees welcome. Da kommen keine Ärzte oder Ingenieure über das Mittelmeer, sondern Wirtschaftsmigranten und neuerdings sogar sogenannte Klimaflüchtlinge. Den Afrikanern wird es zu heiß in Afrika. Diese Wirtschaftsmigranten sind teilweise auch Kriminelle. Aber ihre Straftaten werden vertuscht oder nur halbherzig ermittelt. Die anwesenden Wittenberger wissen, was ich damit sagen will. Auch hier in Wittenberg ist es passiert. Am 29. September 2017 starb hier in Wittenberg vor einer Einkaufspassage Markus Hempel. Es war keine Notwehr, wie die zuständige Staatsanwaltschaft in Dessau verlauten ließ. Meine Damen und Herren, das war eine gezielte Hinrichtung eines jungen Mannes auf dem öffentlichen Platz. Aber dieser Justizskandal ist nicht der einzige in Deutschland. Recht und Grundgesetz werden gebrochen und es wird verheimlicht, gemogelt und vertuscht. Rund 39.000 Deutsche wurden in einem Jahr, in 2017, Opfer von Migrantenkriminalität. Und meine Damen und Herren, das sind 39.000 zu viel. Das sind über 100 pro Tag. Dazu zählen aber nicht nur Diebstahl, Körperverletzung, leider auch Mord und Totschlag, wie hier in Wittenberg geschehen. Insgesamt gab es 2017 nach Angaben des Bundeskriminalamtes 95.148 Opfer durch Straftaten unserer Goldstücke. Meine Damen und Herren, 95.148 sind zu viel. Zurück zum Mittelmeer. An seine Schlepper zahlte ein Eritreer, gerade vor kurzem wegen einer Gruppenvergewaltigung an eine 56-jährige Frau in Dessau verurteilt wurde, 1.600 Euro. 1.600 Euro, so gab das Gericht an, zahlte er an seine Schlepper. Aber meine Damen und Herren, keine Angst, diese 1.600 Euro hat er in Deutschland nach 2 Monaten Sozialleistungen wieder zurück.
Ein paar Worte mal zu den Sozialleistungen. Nach 47 beitragspflichtigen Jahren liegen 48% aller Renten unter 800 Euro, also an der Armutsgrenze. Und das, liebe Zuhörer, ist eine Schande für dieses Land. Und jetzt rechnen Sie mal mit. Nach null beitragspflichtigen Jahren bekommt eine vierköpfige Flüchtlingsfamilie 1970 Euro zuzüglich Miete, Strom, Wasser und Heizung. Setzt man für Miete und Nebenkosten bei vier Personen beispielsweise 1400 Euro pro Monat an, entspricht das einem Nettoeinkommen von 3370 Euro. Wer hat das? Das wiederum entspricht einem Bruttoeinkommen von 4718 Euro und somit einem Stundenlohn von 30,43 Euro. Diese Zahlen lasst euch mal auf der Zunge gehen. Und diese 30,43 Euro pro Stunde, die bekommt man, wenn man Flüchtling ist, fürs Nichtstun. Das durchschnittliche Arbeitslosengeld in Deutschland liegt unter 1000 Euro. Und das auch nur ein Jahr lang, denn dann fällt man runter um die 400. Bedeutet ein Jahr lang weniger als ein Viertel der Flüchtlinge. Und danach nur noch ein Zehntel von dem. Und jetzt sollen wir mal die Grünen und Linken bitte noch mal was von dem Gleichstellungsgesetz erklären. Ich glaube, das habe ich falsch verstanden. Man macht für das deutsche Volk nichts mehr. Ich erwähnte vorhin das Mittelmeer. Und meine Damen und Herren, wer meine Biografie gelesen hat, ich kenne das Mittelmeer wie meine eigene Westentasche. Im Übrigen habe ich hier heute auf dem Platz eine ehemalige Stewardess wieder getroffen, die mit mir zusammen zur See gefahren ist. Bettina Klemm, da steht sie. Wir sind 1981 zusammen gewesen auf der Franz Stenzer. Schön, dass man wieder alte Seeleute wieder trifft. Viele Jahre bin ich zur See gefahren und hatte die verschiedensten Schiffe unter meiner Verantwortung. Ich bin heute noch Inhaber des Kapitänspatentes für große Fahrt. Und dazu mal ein paar aufklärende Worte zum Thema Seenotrettung. Seenotrettung auf See, meine Damen und Herren, ist nicht nur die gesetzliche Pflicht eines jeden Kapitäns oder dessen stellvertretenden nautischen Offiziere, sondern auch eine seemännische Ehrensache. Und auch eine jahrhundertelange alte Tradition. Uninteressant, welche Hautfarbe, welches Geschlecht oder Abstammung der Schiffbrüchige hat. Ist er in Gefahr oder gar seine ganze Besatzung, werden er und die Besatzung gerettet. Das ist die Pflicht eines Kapitäns. Was aber passiert im Mittelmeer? Überfüllte Schlauchboote oder andere Schrottreife. Schiffe stechen bei ruhigem Wasser und am helllichten Tage in See und werden aus die Wirtschaftszone von Libyen geschleppt. Und dann werden die Schlepptaue, die Schleppleinen gekappt. Hilfe! Jetzt ist das Schlauchboot in Seenot. Juristisch ist es auch in der Tat so. Diese Boote haben keinen eigenen Antrieb und wenn ja, kaum Treibstoff für den Antrieb. Somit sind sie manövrierunfähig und tatsächlich in Seenot. Diese Seenot ist aber bewusst herbeigeführt worden und wird von Deutschland unterstützt. Bewusst, denn jeder, der an ein solches Boot steigt, so eine Nussschale, wie wir sie nennen, weiß auch, auf was er sich einlässt. Er kennt die Reihenfolge. Denn, meine Damen und Herren, diese Seenot hält nicht lange an. Denn in unmittelbarer Nähe
warten schon die Flüchtlingsretter mit ihren Schiffen. Mit ihren Radargeräten orten sie diese Nussschalen sofort und sehr genau. Wie ist das möglich? Jedes normale Schiff sendet seine Kennung. Im Radar sieht man dann den Schiffsnamen, den Heimathafen, den Kurs, die Geschwindigkeit, teilweise sogar die Ladung und um welche Art des Schiffes es sich handelt. Die Schlauchboote haben aber keine Sender, der eine Kennung sendet. Aber sie reflektieren dennoch die Radarstrahlen. Danke, Dirk. Sie reflektieren die Radarstrahlen. Die Flüchtlingsretter sehen also auf ihrem Radar einen Punkt ohne Kennung. Und da weiß man schon, das könnte ein Schlauchboot sein. 20 Kilometer vor der libyschen Küste sind die sogenannten Helden dann sofort da und beginnen die sogenannte Flüchtlingsrettung in Seenot. 20 Kilometer vor der libyschen Küste. Jetzt geht es aber 380 Kilometer weiter Richtung Malta. Quer übers Mittelmeer, 380 Kilometer Richtung Malta. Ich frage jeden normal Denkenden hier, warum denn nicht die 20 Kilometer zurück nach Libyen? Das wäre echte Seenotrettung. Und auch seemännisch richtig. Aber es kommt noch besser. Es halten sich fest. Einige Boote werden auch von normalen Schiffen aufgegriffen und nach Libyen oder Marokko zurückgebracht. Und siehe da, das ist ja gar nicht Europa, das ist ja wieder Afrika. Und plötzlich will man das rettende Land gar nicht mehr erreichen, sondern im Schlauchboot verharren. Das trägt sich im Mittelmeer zu, das ist ein Affentheater, das ist Zirkus. Zurück zu den Flüchtlingsrettern. Das NGO-Rettungsschiff Lifeline machte Schlagzeilen und fuhr unter falscher Flagge. Das ist seerechtlich sogar eine Straftat. Warum fährt also ein Rettungsschiff unter falscher Flagge? Das ist so, meine Damen und Herren, als wenn Sie mit einem falschen Autokennzeichen fahren. Das ist genau dasselbe. Man will diese Aktion nämlich vertuschen und vernebeln, weil man weiß, dass diese Aktionen einfach nur illegal sind. Damit machen sich die Flüchtlingsschiffe und deren Kapitäne inklusive der Besatzung zu Helfershelfern der afrikanisch-kriminellen Schlepperbanden. Ich nannte das in meiner Rede im Bundestag Flüchtlingsbootstourismus. Diesen bandenmäßigen Treiben muss sofort ein Ende gesetzt werden. Die meisten, wenn man so laut rufen muss, dann kratzt es. Die meisten Migranten kommen aus sicheren Herkunftsländern. Stichwort Maghreb-Staaten. Was versteht man darunter? Das sind vor allem die nordafrikanischen Territorien, Tunesien, Algerien, Marokko und Westsahara, die aufgrund Geografie und Geschichte viele Gemeinsamkeiten haben. Auch Libyen und Mauretanien werden mitunter dazu gezählt. Allgemein geografisch also lautet diese Bezeichnung Nordwestafrika. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung scheiterte im Bundesrat, obwohl Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff vorher dafür warb, die Maghreb-Staaten sicher einzustufen. Aber das Ganze scheiterte an der Stimme von Herrn Haseloff. Denn der hat sich enthalten. Kenia-Zwang, Koalitionszwang. Denn die Frau Dalbert von den Grünen hat im Vorfeld schon gewusst, wie Herr Haseloff abstimmen wird. Und hat das kundgetan. Cottbus. Jetzt geht es in Cottbus weiter und überall in Deutschland. Viele Goldstücke plündern nicht nur unsere Sozialkassen,
um ein Vielfaches mit mehreren Identitäten, sondern vergewaltigen unsere Frauen und Mädchen, verprügeln Menschen und stechen sie dann nieder. Sie führen Messer mit sich, wie jeder normale Mensch wohl seine Kreditkarte. Aus diesem Grunde fordern wir Sicherheit und Schutz für unsere Bevölkerung. Das ist nicht zu viel verlangt. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wir fordern, dass die Verantwortlichen, die diesen jetzigen Zustand herbeigeführt haben, zur Verantwortung gezogen werden. Und zwar mit aller Härte unserer geltenden Gesetze. Wir fordern sichere Grenzen mit zugehörigen Grenzkontrollen. Wir fordern eine Stärkung unserer Polizei und eine gerechte Justiz. Wir fordern ein energisches Vorgehen gegen die in Deutschland durch Clans entstandenen kriminellen Parallelgesellschaften, die in den Großstädten ganze Stadtteile unter ihre Kontrolle gebracht haben. Wir fordern schnellere Asylverfahren und dass abgelehnte Asylbewerber sofort abgeschoben werden und nicht hier noch jahrelang ausharren. Wir fordern, dass Recht und Ordnung wiederhergestellt wird. Wir fordern, dass die deutsche Bundesregierung wieder sich um das deutsche, ihr anvertrautes Volk sich kümmert. Denn bei allen Belangen stehen Sie, wir hinten an und das darf nicht sein. Die AfD ist 2013 gegründet worden. Ich bin bundesweites Gründungsmitglied. Ich war von Anfang an dabei. Und ich bin stolzes Mitglied der AfD. Und es ist für mich eine persönliche Auszeichnung, wie ein Ritterschlag, Mitglied in der AfD zu sein. Denn die AfD ist die Partei des Volkes. Sie hört eure Stimme und setzt sie um in den Parlamenten. Leistet, das ist eine Bitte, leistet auch euren Beitrag für unser Volk und dessen Fortbestehen. Fügt euch in unsere Reihen ein, denn eine Gesellschaft, die aufhört, ihre Kultur zu verteidigen, zu leben, zu fördern, wird eines Tages nicht mehr existieren können, wenn sie dem nicht entgegentritt. Wir müssen unsere Heimat schützen, unsere Kultur, und ich sage es auch immer wieder, in unserer Kultur ist der Islam nicht zu Hause. Mein Kollege Hoffmann hat es gesagt, dort ist 2019 das Ziel reinzukommen. Und vielleicht haben wir das Glück, dass der nächste Oberbürgermeister von dieser Kanzel dort spricht und er ist AfD-Mitglied. Ich wünsche es unserer Partei. Leistet euren Beitrag. Fügt euch in unsere Reihen ein. Werdet ein Mosaik in dem gesamten Großbild der AfD, da könnt ihr euren Kindern und Enkelkindern sagen, mit ruhigem Gewissen, ich bin und war ein Patriot für unsere deutsche Heimat. Die Mitgliedschaft in der AfD ist nicht verboten und unsere Kreisverbände machen hervorragende Arbeit, auch der Landesverband, die Landesverbände, der Bundesverband. Ohne die Unterstützung, ohne deren Unterstützung von den Kreisen, wären wir heute nicht im Bundestag. Und dafür sage ich einmal ein herzliches Dankeschön an alle Kreisverbände in diesem Bundesland und in ganz Deutschland. Und jetzt endlich so, wie ich meine Bundestagsrede geendet habe. Ich danke für die Aufmerksamkeit.